Was soll ich jetzt? Achso, den Geopferten ersetzen. So. Und ich denke mal, wir machen das Typische. Auch wenn Baal jetzt für Samt arbeitet, wir sind immer noch böse. Also tun wir was Böses und töten den Augenzeugen. Und schicken Trupp 1 hier auf die Schatzjagd. Und den anderen Trupp haben wir irgendwo einen 1er Schatz noch. Außerdem da ganz weit weg. Nee. Trupp 3 und Trupp 2. Du bist eine Augenzeugin, würde ich mal sagen. Du wirst von zwei Kriegern bewacht. Ja, machen wir einfach die böse Variante. Töten einfach alles. Die beiden dürften kein Problem sein. Ich stelle mir eher hier so das Problem vor. Oh. Das war mein Rachegeist. Er steht meine... Au, der haut auf mein Scheusal ein. Okay, weg ist mein Scheusal. Okay, das hat wehgetan. Wie viele Überfälle brauchen wir noch? 3 insgesamt und die kommen jetzt gerade von 3 Überfällen zurück. Okay, dann ersetze ich mal die Jungs hier. Ich hätte gerne ein Skelett. Und ich hätte gerne einen schicken Zwerg. Missionsziel abgeschlossen. Sehr schön. Bringt uns das vielleicht Gold? So, als nächstes stelle ich schon mal Squad 4 zusammen. Gleich, nachdem ich Squad 2 nachgebessert habe und hier rüber geportet habe. Aber es fehlen noch 2 Fallen. Für Fallen hätte ich noch genug Platz. Dann kann ich ja gleich mal so freischalten. Große Heldenwelle. Ah, cool. Jetzt habe ich noch mehr Punkte. Also, Waffen freischalten. Und noch mehr Arbeiter freischalten. Expresso Palatonum! Sehr gut. Und ich habe genug Geld für den Trupp. So, der Trupp erstmal ausrüsten. So, was stecke ich in den Trupp rein? Ich hätte gerne einen Trollidon vielleicht. Ja, ich stecke da mal einen Trollidon rein. Trollidon, dann brauche ich auf jeden Fall einen Oculus. Was hätte ich noch gerne? Kobalt, nicht so wirklich. Ein Rachegeist wäre nicht schlecht. Oder ein Höllenhund? Höllenhund. Ja, warum nicht ein Höllenhund und ein Skelett eigentlich? Hätte ich gerne noch. Ein Höllenhund und ein Skelett. So, für den letzten Trupp. Skelett und den da. So, ich habe ein bisschen Zeit, bis der Trupp ankommt. Kann ich ja nochmal Trupp 1 und Trupp 3 losschicken auf Materialmission. Für Trupp 2 opfere ich mal einen Imp. Und für Trupp 4 opfere ich einen Imp. Trupp 4 braucht Rüstungen. So. So, die kommen mit Materialien wieder.
Am besten verstecken wir uns alle mal hier in der Richtung. Und Baal lockt sie dann in den Tod. In den sicheren Tod. Oder so ähnlich. So, wir können hier denen noch Waffen geben. Und meinem ersten Squad die guten Waffen. Wäre auch schon mal keine so schlechte Idee. Und den Jungs die guten Waffen. So, mit dem Rest bauen wir hier Giftbottiche auf. Was die auch ja schön giftig sind. Aber ich denke mal, ich verzichte in Zukunft auf die Rachegeister. Ich gucke mich mal kurz mit Baal hier um. Oh, hier sind Helden. Oh. Samt kann angegriffen werden. Das ist nicht so gut. Da sollten wir lieber mithelfen. So. Ey, Sam bleibt da. There's a tingling sensation in my left horn, Hellchild. Go look in the cave-like part of the sewers, and you'll most likely find some human women with simple minds and not enough clothing, carrying something we could make use of. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep. If the horn is not mistaken. Something tells me they might be salaciously evil and in need of a quick, clean death. Triff die Hexenmeisterin, um zu erfahren, für was sie deine Hilfe benötigt. Okay. Oh, Squad 1 fehlt noch. Die können wir auch mal so schnell so herporten. So, Ersatz für meine Imps. Schicken wir gleich mal zwei zum Opfern los. So, jetzt erstmal die Heldentruppe loswerden. Die Imps weit, weit weg. Was? You have a new objective. Ah, okay, er spawnt wieder neu. Ich dachte jetzt schon, die Mission wäre verloren. Heldenwelle eingetroffen. Heroes are entering your dungeon. Die sind ein paar viele. Hallo. Schön herkommen. Ja, sehr schön. Komm, Fuß, Fuß. Wehe, ihr zerstört meine Lager. Okay, ist schon mal gut zu wissen, dass Samt einfach respawnt, wenn er stirbt. So. Okay, ein paar Helden wegkloppen. Es gibt erstmal gucken, was es auf der Seite von diesen Holztrümmern gibt. Einheit in deinen Dungeon bringen, ja, das ist gut so. Ich dachte schon, wenn man hier Einheiten opfern muss, dann kann man das wenigstens ein bisschen gescheiter machen. Dass man die auch opfern kann, während man in einem Dungeon, im neutralen Dungeon ist.
Okay. Hier geht's auf jeden Fall weit hoch in der, neben der Pille. Alle Trupps noch in Ordnung. Jo. Hey, cool. Die haben Stufe 3 erreicht. Dann grade ich die doch alle mal ein bisschen auf. So. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Ah, noch mehr Helden. Und ja, ich gucke mich hier erstmal wieder um. Nach Runen und so weiter, bevor ich mit der Hauptquest weitermache, samt eskortiere. Hier ist aber schon mal nichts. Hier ist eine Truhe. Hier sind aber auch erstmal wieder Gegner. Die jetzt auf die Nase wollen. Okay, dieser Squad ist super heftig. Here I go again. So, Pilze umwandeln in Materialien. Dann kann ich weitere Einheiten upgraden. Oh, dir fehlt auch noch ein Upgrade. Okay. Ein bisschen schlecht. Egal. Muss ich auf jeden Fall erst einmal an das an die neuen Einheiten gewöhnen ein bisschen. Ich glaube, in der nächsten Mission läuft das Ganze dann ein bisschen reibungsloser. I'm walking here. Ich habe 17 Arbeiter. Ganz schöne Menge. So, hier geht's durch. Oh, und hier spawnen Helden. Alles klar noch soweit. Jo. Die beiden sind noch Stufe 2. Das dauert dann also noch eine Weile. Obwohl, so lange nicht mehr. Ah, nochmal respawn. Nochmal respawn. Oh, look at those muscles, ladies. Look at those red, bulging muscles all gleaming and pumped and ready for action. Oh, stop it now. No use trying to make me blush, you know. And modest as well. Indeed, you might very well be the perfect man. So, Mr. Perfect, will you help us spread the poison? You bet I'll help. I'm walking the thing here. Is, we weren't prepared for the commotion your presence has brought about, so I need an escort as I pour the madman's forehead into the water supply. I will leave my two sisters behind to look after you, assuming you wouldn't mind having some help to oil up those muscles of yours. Töte die Wächter in der Kanalisation, damit die Hexenmeisterin die Kanalisation der Stadt verseuchen kann. Töte die Hexenmeisterin und schnapp dir ein Fass des, verrückten Stirn aus ihrem Vorrat. Here I go again. Ah, das müssen wohl die Wächter sein, die ich für sie töten soll. Beef is back on the menu, lad. Also ja, die Wächter töten klingt badischer. Also besser für Baal. Sag bloß die Hexenmeisterin. Ja, gehören jetzt zu unseren Truppen. Okay, auch gut. Und wir haben einen Haufen Pilze zum Umwandeln. So. Oh, da ist Respawn. Hm? So. Die beiden Hexenmeisterinnen kann ich hier hin porten.
Können Sie mir gegen einfallende Helden ein bisschen helfen? Life. What's the point anyways? Wobei ich jetzt eh erstmal gucken muss, dass ich meine Truppen etwas aufpusche. So. Dumm, 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 dumm. Hat Baal wieder was zu tun. Na gut. Ich habe genug Arbeiter, wie man sehen kann. Wenn die sich da in die Opfergruben werfen. Demonum Explosio! Na komm, man könnte meinen, ihr opfert euch schneller, öfter.